Ich habe diesen Stiefel jetzt über ein Jahr im Einsatz, und zwar den Hikes Black Eagle Nature GTX. Ein leichter Stiefel, der aber trotz alledem einfach zu pflegen ist, relativ atmungsaktiv und schön robust. Wenn du wissen willst, was er kann, was er nicht kann, wo die Stärken und die Schwächen liegen, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Ostmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Stiefel. Und ja, also ich muss gleich dazu sagen, dass ich insgesamt sehr positiv zu diesem Ding eingestellt bin. Es gibt nur einen kleinen Schwachpunkt, für mich zumindest, aber da kommen wir drauf. Also schau mal her, der ist robust. Ja, jetzt natürlich jetzt nicht wie ein absoluter Bergschuh, wo man überhaupt nichts, wo man die Sohle überhaupt nicht bewegen kann, das nicht, aber er ist trotz alledem leicht. Ich gebe da unten den Link auf Amazon, schau dir das Ganze an, da hast du auch die technischen Daten und das passt einmal alles ganz gut. Ich habe die Größe 44 hier bei diesem Schuh. Normalerweise habe ich so 43, 43,5, E44, das ist aber dann die oberste Grenze. Ich habe den aber auch absichtlich mir größer bestellt, aus dem Grund, weil ich davon ausgegangen bin, dass mir wird relativ rasch kalt, weiß nicht, ob es dir da auch so geht, dass ich Socken noch extra dazu brauche. Aber das stimmt nicht, aber dazu komme ich gleich. Also trotz alledem, obwohl ich keine dicken Socken anziehen muss, ist es alles gut, ist alles wunderbar. Es ist auch so, dass ich, gib mal einen ganz kurzen Moment, Hikes Socken habe dazu, also die da auch dazu passen. Die sind noch einmal, die habe ich jetzt extra auszogen. Ja. Genau, das ist nämlich das Problem. Die haben dann auch da so kleine Bauschis drauf. Also sie sind insgesamt sehr gut. Aber, und jetzt kommt, ich komme gleich auf das Pudelskern. Was mir nicht so taugt, ist, dass ich in diesem Teil relativ rasch schwitze. Ich zumindest. Das liegt jetzt nur bei mir. Ich kenne andere Leute, die genau denselben Stiefel haben und sagen, ist alles gut. Ich schwitze halt leicht drinnen. Und diese Funktionssocken, die dabei sind, sind wirklich top. Aber die miefen nach einem Tag, ist Wahnsinn. Ja, vielleicht liegt das nur an mir. Aber sonst bin ich höchst zufrieden. Es ist nämlich so, also das ist das mit der Atmungsaktivität. Auf der anderen Seite ist es sehr wasserfest. Also ich würde jetzt nicht sagen, wasserdicht wie ein Gummistiefel, das ist ganz klar. Aber wenn wir da in den Bach reinsteigen, du siehst, die Zunge ist angenäht, also das geht bis nach oben. Ist zu, also kann nichts auf der Seite reinlaufen. Also auch wenn du da im Bach stehst, bis daher, läuft da mal nichts rein. Stehen heißt jetzt nicht, also ich habe es nicht getestet, dass ich da 20 Stunden drin gestanden bin und geschaut habe, oh, kommt Wasser rein. Aber so durchgehen oder mal kurz drinstehen oder Wasserflasche auffüllen oder Besteck waschen, sowas in der Richtung, war überhaupt kein Problem, ist nichts durchgekommen. Was ich auch sehr, sehr, sehr gerne habe an dem Stiefel ist, dass er leicht zu reinigen ist. Ja? Das heißt, es gibt nicht irgendwo was Abstehendes, wo sich der Dreck reinlegt und wo man dann mit einem Wattestäbchen oder mit einem Zahnstocher den Dreck rausdrehen muss. Das ist alles nicht gegeben, das ist alles super. Sie haben da wirklich nachgedacht und das gefällt mir halt recht gut. Ich bin halt ein Barfußgeher, sehr, sehr, sehr gerne ein Barfußgeher und habe deswegen halt in Normalsituationen meine Schlapfen an. Nämlich meine Crocs, da habe ich schon einmal ein Video dazu gemacht, ja, wie ich denn mit Crocs herumlaufen kann. Das hat Vor- und Nachteile. Aber bei den Trainings zum Beispiel oder wenn wir Orientierungskurs oder ähnliches haben, dann habe ich immer diese Stiefel an. Gehabt jetzt die letzten, ja, es sind eineinhalb Jahre auf jeden Fall. Das war, ja, es sind sicher eineinhalb Jahre, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und es gibt nichts, was ich gegen diesen Stiefel sagen kann. Außer eben das Schwitzen, aber das liegt wahrscheinlich an mir. Es ist alles schön verarbeitet. Es ist, man sieht natürlich Abnutzungs... schon her da zum Beispiel, na, das franzt dann mit der Zeit aus. Aber ich habe den auch wirklich gut und hart im Einsatz gehabt. Ich kann nichts Negatives sagen. Und warum stelle ich den jetzt vor? Weil mich auch die Leute immer wieder fragen, Reini, kannst du mir einen guten Allround-Stiefel empfehlen? Und das ist meiner und ich setze auf den und der ist top. Und ich kann, wie gesagt, nichts Negatives finden. Ich gebe da unten den Link. Natürlich kostet der jetzt ein bisschen Geld, das gebe ich zu. Aber dafür hast du auch was. Du hast viele Jahre Freude daran und du hast viele Jahre auch etwas Gescheites. Nicht irgendein Kack. Ich habe auch Kackstiefel. Also wenn du willst, dass ich die Kackstiefel, die nichts heißen und trotzdem Geld kosten, dann schreib mal unten, bitte Kackstiefel zeigen. Dann mache ich da auch ein Video, wenn da Interesse besteht. Die haben auch, die haben halt nur 50 oder 60 oder 70 Euro gekostet und die sind einfach aglumpert, wie man in Österreich sagt. Also da ist mein Ansatz, ein bisschen mehr Geld zu investieren und dafür etwas Gutes zu haben, aber muss jeder selber wissen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst, schreib mal was, hast du denn vielleicht selber diesen
GTX, na warte mal, der Black Eagle Nature GTX ist ein Wahnsinnsname, das kann ich mir fast nicht merken. Hast du den selber im Einsatz? Hast du Hike-Stiefel? Erzähl uns da ein bisschen was dazu, das würde mich interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Danke fürs Dabeisein. Ein Link zu meinen Büchern und Abo und sowieso und überhaupt und ciao.